Christina Vogel holt Bahnradgold nach Deutschland. Die Thüringerin setzte sich im Finale gegen Rebecca James aus Großbritannien durch und ließ sich dabei auch nicht von einem abgebrochenen Sattel stoppen. Nachdem sie den ersten Durchgang bereits für sich entschieden hatte, kam es im zweiten zu einer kuriosen Szene. Kurz vor der Ziellinie knickte der Sitz am Rad der 25-Jährigen ab. Die gebürtige Kirgisin zeigte sich jedoch unbeirrt und brachte den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel. Im Fotofinish wurde klar, Vogel lag nur 0,004 Sekunden vor James und sicherte sich so ihre erste Einzelgoldmedaille. 2012 in London gewann sie zusammen mit Miriam Welte bereits im Teamsprint Gold.